Knacker. Das ist Arr. Stinkend, frisiert, alter Knacker. Krass. Cheap Whistle hat Runde 1 überstanden. Ganz nett. Aber kannst du das hier toppen? Das ist Arr. Widerwärtig, Strabismus, Affe. Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Ach komm, das ist nicht originell. Das ist gar nicht originell. Was soll denn der Blödsinn? Oh, da hat er... Nee, ne? Noch mache ich stinkend. Nein. Widerwärtig. Fischauge. Und irre. Dann mal los. Hier kommt... Arr. Widerwärtig, Fischauge, Irre. Eine Wiederholungsgrimasse und Bagai kann seinen Gürtel verteidigen. Du hast echt nichts drauf, Junge. Ich werde langsam warm. Okay, das wird jetzt doch etwas lange dauern. Das ist einfach zu blöd. Ich mache eine Grimasse nach der anderen, die sind sehr originell, aber mir fehlt eine. Okay, ich werde jetzt erstmal aufhören, weil ich habe langsam keinen Bock mehr. Ich werde später nochmal den ganzen Mist versuchen. Tja, das heißt dann... Ja, ich mache jetzt mal Pause. Ich mag vielleicht in einer Seekuh feststecken, aber wenigstens habe ich genug zu lesen. Ja, gut. Na gut, wir hören dann mal hier auf. Ich werde halt ein bisschen Pause machen und... Ja, wir sehen uns später wieder. Bis dann. So, und da bin ich auch wieder. Ja, ich habe eine kurze Pause gemacht, weil ich musste mal dringend wohin. Und ich wollte auch zum Mittagessen dinieren. So, und währenddessen habe ich herausgefunden, was ich machen muss. Und zwar habe ich noch immer dieses Getränk. Wobei ich mich wundere, warum es nicht leer ist. Wir müssen das Dekaber geben. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Ihr Becher, Sir. Hatte ich Ihnen denn nicht gesagt, nichts Gelbes? Die anderen Geschmacksrichtungen sind doch nur was für Warmduscher. Wollen Sie mich umbringen? Ich sagte doch, ich verliere dann völlig die Augenkontrolle. Echt? Dekavas selbstgemachte Hörschnecke. Sie sollte ungefähr in einem Jahrzehnt fertig sein. Minimalistisch, luftig, mit einer warmen Schleimschicht. Mir gefällt, wie Dekava sich hier häuslich eingerichtet hat. Gut, aber wie machen wir das jetzt? Aktentruhe, was ist das? Eine Kapitänstruhe. Wahrscheinlich finde ich darin jede Menge Müll. Oder persönliche Geheimnisse. Besser nicht. Die Voodoo-Lady hat gesagt, Dekava sei wichtig, um den Schwamm zu finden. Und außerdem bin ich im Allgemeinen nicht der Hau-ihn-um-Typ. Wo ist nur mein Monokular geblieben? Na, glitschiger Teufel! Ja, das mussten wir machen. Gut, dann kombinieren wir das mal. So. Diese Linsen haben ungefähr die gleiche Größe. Dekavas Monokular hat jetzt eine rote Linse. Jetzt wird er die Seekuh durch die rosa-rote Brille sehen. Oder aber unglaublich viele Geheimnisse entdecken. Keine Geheimbotschaft hier. Oh, nein, ich muss es ihm geben. Dein Monokular, Boss.
Dem Himmel sei Dank! Ich war schon total am Verzweifeln. Ist es unversehrt? Die Linse war zerbrochen, als ich es fand. Ich habe aber Ersatz für sie gefunden. Wie finde ich, Besatzungsmitglied? Ganz der alte Coronado. Das sehe ich schon. Gut. Jetzt können wir ihnen das Getränk geben. Ah, ein Becher Gallenschaumwein. Und danke auch, dass Sie das ätzende gelbe Sekret vermieden haben. Hölle! Achte auf die Augen. Jetzt ist selbst das orangefarbene Sekret verdorben. Nie wieder. Von nun an gibt es für mich nur noch den Ausfluss der eustachischen Röhre oder Salzwasser. Gut, wir haben es geschafft. Die letzten Augen. Alle, hopp. Gut, jetzt werden wir es nochmal versuchen und hoffen wir mal, dass es auch klappt. Mal sehen, was ihr diesmal sagen könnt. Bestimmt. So, mein Lieber, ich fordere dich nochmal heraus. Also. Ahoi! Was jetzt? Ich bin bereit, dich im Piratengrimassenduell zu schlagen. Ich hoffe doch, du hast seit unserem letzten Treffen eine Gesichtsvermessung machen lassen. Bereit? Ich beginne. Er hat... widerwärtig... Strabismus... Affe! Da habe ich selbst bei Neugeborenen schon furchterregendere Grimassen gesehen. Sieh dir das hier an. Genervt? Nö. Vermummt. Ja. Schielend? Nee. Fischauge? Irre. Er hat... Vermummt? Fischauge? Irre. Wir haben die erste Runde hinter uns. Ganz nett. Aber kannst du das hier toppen? Das ist... stinkend, schielend, Fiesling. Nicht originell. Oh, ist das etwa ein Grimassenwettbewerb für Pilger? Ich könnte schwören, dass du was von Piraten gesagt hast. Dir zeig ich... Gut, dann genervt. Hier kommt... Genervt, Fischauge, Affe! Bagai gewinnt! Selbst Leichen machen bessere Grimassen als du. Wieso funktioniert das nicht? Bagai ist einfach... Der ist einfach so... Bagai ist einfach shit. Ahoi! Was jetzt? Jede Wette nimmt auch... Und noch eine Runde. Hast du noch nicht die Nase voll, Poppengesicht? Nein. Überhaupt nicht. Ich will es so lange versuchen. Ich beginne. Hier kommt... stinkend, frisiert, Affe! Wie gesagt. Jetzt bekommst du ein Problem. Es ist nicht besonders originell. Stinkend? Nein. Widerwärtig? Ja. Fischauge, nein. Schielen, nein. Da muss ich davon rumnehmen. Nee, ich glaube, ich nehme dafür... Nein, das... Nee, das ist auch doof. Muss ich irre nehmen. Er hat... vermummt, schielend, irre. Krass. Cheap Whistle hat Runde 1 überstanden. Ganz nett. Aber kannst du das hier toppen? Er hat... widerwärtig, Fischauge,
alter Knacker! Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Okay, wir versuchen das nochmal genervt. Frisiert. Und Fiesling. Genau. Das ist R. Genervt, frisiert, Fiesling. Ein paar neue Schritte, aber nicht genug. Teiloriginalität ist so gut wie gar keine. Bug-Eye gewinnt. Du hast echt nichts drauf, Junge. Ich werde langsam warm. Alter, wie lange müssen wir das noch mit denen durchziehen? Das ist doch nicht... Oh, das ist echt nicht normal. Dann mache ich eine Grimasse besser als die andere. Was jetzt? Und dennoch gewinnt er. Das ist einfach nur blöd. Ich bin bereit, dich im Piratengrimassenduell zu schlagen. Ich hoffe doch, du hast seit unserem letzten Treffen eine Gesichtsvermessung machen lassen. Bereit? Ich beginne. Das ist... widerwärtig, Strabismus, Fiesling. Hast du schon eine Grimasse gemacht? Ich sehe bloß eine gewöhnliche Entstellung. Schau dir das mal an. Versuchen wir das mal. Er hat stinkend, schielend, alter Knacker. Wir haben die erste Runde hinter uns. Ganz nett. Aber kannst du das hier toppen? Er hat genervt, Fischauge, Affe. Ist das etwa ein Grimassenwettbewerb für Pilger? Ich könnte schwören, dass du was von Piraten gesagt hast. Dir zeig ich... Der hat das kopiert, na super. Naja, am Anfang habe ich ja auch kopiert, aber er kopiert ja alle meine. Nee, da hat er auch Fischauge. Hier kommt widerwärtig, frisiert. Ein paar neue Schritte, aber nicht genug. Teil Originalität.